Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Tut nichts zur Sache, unserem Monatsrückblick von Finance TV. Beginnen wir gleich mit dem Deal des Monats. Nein, nicht Bayer, nicht Siemens und auch nicht Merck. Wir gehen nach Asien. Hyundai zahlt 10 Milliarden Dollar für ein Grundstück in Seoul, wo die neue Konzernzentrale entstehen soll. Hyundai-Investoren reagierten fassungslos auf den Preis und auf die Nachricht, dass dieser Herr hier den Großbau managen soll. Die Engländer können über die Kritik in Korea nur lachen. 350.000 Euro ruft ein Londoner Immobilienbesitzer als Kaufpreis für Londons kleinste Wohnung auf. Ein Schuhkarton von 17 Quadratmetern Größe inklusive Küche und Bad. Das sind mehr als 20.000 Euro pro Quadratmeter. Klingt teuer, aber wo soll das russische Fluchtgeld denn sonst hin? Zur EZB fließt es jedenfalls nicht, weil die Banken beim neuen Langfristtender kaum zugegriffen haben. Will die Notenbank jetzt auch riskante Wertpapiere kaufen, um die Inflation wieder anzuschieben. Schon jetzt ist klar, nur ABS-Papiere werden dafür nicht reichen. Neu auf der Kaufliste von Mario Draghi stehen griechischer Wein, Namensrechte an spanischen Fußballstadien und deutsche Mittelstandsanleihen. Apropos Quatsch, Fußballtorwart Tim Wiese will Wrestler werden und künftig bei Showkämpfen antreten. Die Opposition im Bundestag brachte ihn als neuen deutschen Vertreter im Direktorium der EZB ins Spiel. Gute Nachrichten erreichen uns derweil aus Italien. Das Land hat 2013 dank des organisierten Verbrechens doch noch die Maastricht-Kriterien erfüllt. Die Neuverschuldung sank unter 3%. Die Statistiker haben nachträglich Schattenwirtschaft, Prostitution und Drogenhandel in die BIP-Ermittlung einfließen lassen. Pronto Italia, Regierungschef Renzi, freut sich. Thema Startups. Der größte Antrieb, ein Unternehmen zu gründen, ist Frust. Das hat die Stanford University herausgefunden. Wir hätten es uns denken können, so mies wie die Kalifornier immer drauf sind. Schauen Sie sich nur mal diese Horde von Frustrierten hier an. Unser Gewinner des Monats, das ist Alibaba-Gründer Jack Ma, der das nach der kommunistischen Partei zweitwertvollste Monopol Chinas an die Börse gebracht hat. Im Gegensatz zum Facebook-IPO ist die Technik der Nasdaq diesmal auch nicht in die Knie gegangen. Irgendwie sind bei dem China-IPO die Hackerangriffe ausgeblieben. Merkwürdig. Unser Verlierer des Monats, das ist die deutsche Rüstungsindustrie. Wegen der Exportbeschränkungen drohen die Konzerne der Bundesregierung jetzt mit der Abwanderung ins Ausland. Als aufstrebender Markt und neuer Hauptstandort soll Russland im Gespräch sein, wie Finance TV herausgefunden hat. Größter Abnehmer soll aber natürlich weiterhin die Bundeswehr bleiben. Und die Stalinorgel, das neue Blockbuster-Produkt der deutschen Waffenschmieden. Wie immer zum Schluss unser Bild des Monats. Europa atmet auf, Schottland bleibt Teil des Vereinigten Königreichs. Doch schon droht die nächste Sezessionskrise im Herzen von Europa. Die Franzosen planen ein Referendum über die Abspaltung von der Realität. In diesem Sinne, bleiben Sie sich treu, machen Sie es gut. Bis nächste Woche hier bei Finance TV.